So, was sind denn eigentlich heute die Themen? Moin Leute und herzlich willkommen zu den Nerdover News Teil 5. Heute mit den Themen: Nintendo bringt Miitomo, Batman Arkham Knight immer noch scheiße, seit neuestem empfiehlt das FBI, bezahlt doch einfach die Betrüger und der Arbeitslosenmarkt hat den neuen Tiefstand erreicht. Viel Spaß! Nintendo hat es nun angekündigt, ihr Online-Projekt, was auf die Smartphones kommt. Nachdem es die Pokémons ja bereits geschafft haben, bringt Nintendo jetzt Miitomo raus. Ihr habt eine App, wo ihr euren eigenen Mii kreieren könnt und übertragen könnt. Die Mii wird über ein zentrales Kontensystem bei Nintendo übertragen. Ihr habt nur noch ein Netzwerk. Ja, klingt jetzt bekannt, gibt es bei anderen Herstellern schon lange, aber Nintendo ist ja da immer so ein bisschen hinterher. Erstellt eure Mii, lernt andere Leute kennen übers mobile Netzwerk, ihr könnt damit auch Freunde einladen und das Ganze nennt sich Nintendo Network. Außerdem könnt ihr bei Nintendo dadurch Punkte sammeln, um dann später diese Punkte gegen Prämien einzulösen. Im Zuge dessen ist die Nintendo-Aktie mal wieder abgestürzt. Warum? Weil die Investoren gedacht haben, Nintendo bringt seine großen Marken wie Super Mario und Zelda auf Smartphones. Aber das wird nun mal Nintendo nicht tun und das ist auch genau gut so. Es ist endlich wieder da. Batman Arkham Knight ist wieder für den PC erschienen. Nachdem der erste Release ja eine Katastrophe war, kommt jetzt der zweite Release und ist wieder eine Katastrophe. Warum? Batman Arkham Knight wird vom Hersteller für 12 GB RAM empfohlen. Das sind 12 Gigabyte RAM, um flüssig zu laufen. Was heißt das für mich? Es ist einfach scheiße optimiert. Was mich wundert, die neuen Konsolen sind ja auf der x86-Architektur, also auf derselben Basis wie ein PC. Ich frage mich, wo das Problem ist, da die Ports vernünftig zu programmieren bzw. parallel zu programmieren. Wir werden es wohl kaum erfahren, es werden noch Patches geben, ihr könnt es jetzt offiziell herunterladen. Als kleine Entschädigung hat Warner die ganzen alten Batman-Spiele als Bundle beigepackt. Das heißt, wenn ihr das Spiel damals gekauft habt und es wurde wieder gesperrt, weil es so schlecht war, kriegt ihr zu kostenlos die alten Batman Arkham Knight Spiele. Wo ich da so ein bisschen das Problem sehe, ich glaube, die meisten, die Batman Arkham Knight gekauft haben, werden die anderen Spiele schon gehabt haben. Die Spiele werden nicht als Geschenkgutschein bei Steam freigeschalten, sondern werden einfach so dazu addiert, also in eurer normalen Spieleliste. Das heißt, ihr könnt sie leider auch nicht weitergeben. Kommen wir zu den lustigsten Themen heute. Wir kennen das alle. Wir hatten auf den PCs sicherlich schon mal das ein oder andere Tool drauf, was dann gesagt hat, ihr PC wurde gesperrt, weil sie illegale Dateien drauf haben. Überweisen sie uns 10 Euro und wir schalten ihren PC wieder frei. Was ja auch an sich funktioniert, aber nach ein paar Tagen dann wieder auftauchte. Nun empfiehlt das FBI offiziell, das ist so zu hart. Richtig gehört, das ist uns zu hart. Bezahlt doch einfach die Betrüger. Bitte? Sag mal, wo leben wir denn? Irgendwas muss man doch damit machen können. Es wird immer empfohlen, ein Backup von seinen Dateien zu ziehen, die nicht nur auf dem Rechner liegen. Aber viele normale User haben das halt nicht. Das ist völlig... Das ist für mich unvorstellbar. Ne? Es ist ein Gag wider Willen. Wirklich, ich kann es nicht verbessern. Das geht doch gar nicht. Ja? Die FBI kann nicht sagen, oh, bezahlt doch einfach die Betrüger. Und dann sagen die auch noch, ja, die sind ja effizient, ne, die schalten das dann auch wieder frei. Ja, ist ja super. Und wenn wir das nicht bezahlen, innerhalb von 100 Stunden sind unsere Dateien dann total futsch, weil so stark verschlüsselt, dass wir sie nicht mehr entschlüsseln können. FBI sieht sogar noch einen Vorteil. Dadurch, dass das so oft vorkommt, können die Betrüger relativ kleine Beträge dafür nehmen. Für 5 Dollar schaltet ihr eure Dateien wieder frei. Kommen wir auch zum abschließenden Thema für heute. Und zwar die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind auf einem neuen Tiefpunkt. Laut einer neuen Statistik sind 2,6 Millionen Leute nur noch arbeitslos. Ich halte diese Statistik für Blödsinn. Weil in diese Statistik werden auch Leute nicht reingerechnet, die zum Beispiel einen 1-Euro-Job haben. Aber die können ja damit nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die müssen ja immer noch Sozialhilfe anfordern. Und das ist für mich einfach nicht in Rahmen von nicht arbeitslos sein. Angeblich ist es der tiefste Stand seit 1991 und wir werden auch immer gerne mit anderen Ländern verglichen, aber da sind dann auch Länder dabei wie Griechenland, die mitten in der Krise stecken und noch ganz andere Länder, die leider nicht auf unserem Standard sind. Das verstehe ich nicht.
Das ist mir zu hoch. Naja, Deutschland rühmt sich halt damit, dass wir den tiefsten Arbeitslosenstand haben. Nur noch 2,6 Millionen Arbeitslose bei 86 Millionen Einwohnern. Klingt erstmal nicht schlecht. Das waren Nerd Over News 5. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalasst. Teilt doch das Video oder, würde mich wirklich sehr freuen, damit wir noch auf ein paar Abonnenten kommen, damit die Diskussion unter den Videos auch noch ein bisschen größer wird. Dankeschön, schönen Abend noch.